Servus, hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir einen Klassiker, ein Schwammerlgulasch probieren wir. Dazu eine Serviettenknädel, da habe ich schon Masse vorbereitet. Normal schlagt man es in der Servietten ein, da kommt ein Namen her und die ist beölt oder bebuttert. Heutzutage macht man das eigentlich eher mit der Klarsichtfolie. Schauen wir, dass wir da ein bisschen was in die Mitte bringen. Schön verteilen. Je dünner das sie wird, desto schneller wird sie durch. Zeit ist Geld. Einmal darüber. Einmal zurück. Ein bisschen andrücken, nicht zu fest, nicht dass die Folie gleich wieder reißt. Die Form haben wir schon. So. Noch einmal drüber und dann schön eng rollen, zusammendrücken, dann gleich da einen Knoten reinmachen. Um ganz ein bisschen mehr Stabilität zu geben, können wir es dann in die Alufolie einwickeln. Zu Wasser kocht, können wir schon einlegen. So, weiter geht's mit den Schwammerl. Lassen wir mal unsere Sauteuse, das Rindl ein bisschen heiß werden. Schwammerl habe ich durchgeputzt, vom Wald befreit und kurz durchgewaschen. Zu Hause sage ich, man darf ein bisschen Wald dabei sein, Natur pur. Kurz durchwaschen kann nicht schaden, wer weiß, welches Tier da dabei war. Ich brate nur mit sehr, sehr wenig Öl an. Wenig Öl, dafür mehr Hitze. Frische Schwammerl, die schreien noch vom Braten. So. Jetzt können wir uns da gleich ein bisschen Butter reingeben. Mit Zwiebel, mit Lorbeer. Thank you.
schön rühren. Die Zwiebel gleich ein bisschen Farbe geben. Da habe ich dann einen kleinen Schuss Weißwein oder Essig. Der Dampf ist heiß, aufpassen. Jetzt ist der Wein sicher verdunstet, reduziert. Jetzt fangen schon wieder Brutzeln an. Ein bisschen Gemüsefond oder Rindsuppe. Man könnte das jetzt mit einem sauren Mehlteig binden, muss aber nicht sein. Ich reibe da einen Kartoffel rein, einen Erdapfel. Immer mehr Leute haben ein Problem mit Gluten, Unverträglichkeit, so kein Weizenmehl. Erdapfel ist was Natürliches, das weiße Mehl ist eh nicht immer so gesund. Und wenn man schon bei der Serviettenschnitte Weißbrot und die Kartoffelstärke, die Erdapfelstärke bindet das ja. Lassen wir das ein bisschen verkochen. Ein bisschen kaltes Wasser. Der Erdapfel drinnen war, dass er braun wird. Ein bisschen Paprikapulver, klassisch beim Gulasch. Wer eine feine, sämige Sauce haben will, der kann das noch mit dem Staubmixer pürieren. Lauerblattl vorher rausfischen. Ich bin ein bisschen auf der rustikalen Seite, mich stört weder Zwiebel, noch ein Erdapfel, noch sonst was da drinnen. So, jetzt werden wir den Schwammerl zurück reingeben. Jetzt habe ich da ein bisschen Sauerrahm. Thank you.
sind soweit. Schnitten ist schön warm. Tja, guten Appetit, viel Spaß, gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen, schönen Tag noch, grüß euch, servus.